Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Angeltour. Wir haben Großes vor und sind weit gereist, um eine neue Fischart zu fangen. Eine für mich neue Fischart. Ich bin gespannt, was es gibt. Wir haben professionelle Unterstützung von einem lokalen Spezialisten. Und der Ingo und ich werden jetzt auf Tour gehen und von gleich zwei unterschiedlichen Leuten dann betreut. Ihr dürft gespannt sein. Es gibt eine Fischart, die mit Sicherheit viele von euren Herzen höher schlagen lässt. Und was es da zu erleben gibt, das zeigen wir euch in diesem Video. So, heute Morgen haben wir den Vilgot dabei, ein schwedischer werdender Angelguide, der von seinem Vater schon viel gelernt hat. Heute Abend packen wir den Vater ein. Das ist Vilgot, der uns heute dann betreuen wird. So, wir sind jetzt an unserem ersten Hotspot angekommen. Es ist 35 Meter tief. Ganz vereinzelt sind einige Sicheln unten auf dem Boden zu sehen. Und jetzt schauen wir mal, ob da was Bissiges dabei ist. Der Köder wird direkt am Boot und möglichst in der Nähe des Echolotgebers an geöffneter Rolle absinken gelassen. Bei über 30 Metern Wassertiefe dauert das schon eine ganze Weile. That's it. Ja, an dieser Stelle springen wir einmal raus aus dem Geschehen und ich führe euch von hier aus einmal in das ein, was wir angeln und auch zeigen möchten. Die Kenner haben es vielleicht schon bemerkt, wir sind an einem der größten Seen Europas, dem Vättern in Schweden, unterwegs und dort habe ich mir vorgenommen, eine mir noch völlig unbekannte Fischart zu fangen. Schon in den 90er Jahren bin ich mit ähnlichen Fischen, nämlich dem kanadischen Namaikusch-Saibling und der gleichen Fangmethode, dem sogenannten Speedjiggen, mit der Spinnrute in Kontakt gekommen. Ich hatte riesige Lust, das einmal wieder zu unternehmen und bei meiner Recherche, wo und wie man das dann auch in Europa machen könne, bin ich bei Henrik Olsen, einem Fischereibiologen aus Schweden und sehr bekannten Westintim-Angler gelandet. Henrik kennt diese Angelei, denn er hat sie in Schweden maßgeblich mitentwickelt. Als Fischereibiologe weiß Henrik natürlich auch, wo die Seesaiblinge in seinem See zu finden sind. Für uns deutsche Angler und ganz besonders für mich ist das eine extrem seltene, bisher nicht begegnete Fischart und mein Ziel war es, auf dieser Tour meinen ersten Seesaibling überhaupt zu fangen und etwas meine Kenntnisse, meine Erkenntnisse über diese Angelei bzw. auch diese Fischart auszubauen. Denn wir haben auch im Ruhrgebiet ein paar schöne Gewässer, wo man Seesaiblinge gezielt angeln kann, aber dafür braucht es natürlich Mengenlehre. I think in such a big lake it's always important to have a guide. Yeah. Otherwise you can... yeah. Many trolling guides. Trolling guides, there are many. Yeah. Yeah, but yeah.
mit Gummiköder am Boden angekommen, startet man sofort durch und zieht den Köder gleich wieder schnell zur Oberfläche. Und wenn alles gut geht, gibt es da natürlich auch schnell einen kräftigen Biss. Voll einige mit spannende Eindrücke vom Echolot. Hier kam mal welche hier hinterm auch Köder mal her, eingeblendet. Und dann geht's dann gleich los. It's not very big. Matte Fisch. Yeah. Wonderful. Good take. Here she comes. Thank you, sir. Ingo, gut gemacht. So, let's take it out. Ingo, was sagst du, was kommt da? Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Meine Tiefe. Meine Seite. Ja. You decide. Der Profi weiß, wie es geht. Super. Really nice. Yeah. Double Bite. Henrik hatte einen ganz speziellen Metallspoon, der momentan wohl nicht mehr auf dem Markt zu finden ist. Und er betonte, dass er selbst bemüht ist, diesen Köder wiederzufinden. Er muss wohl eine ultimative Waffe in bestimmten Situationen, so auch heute, gewesen sein. Spoon-Eater. Nice fish. Petri, Ingo. Petri, Dank.
ist ja nicht zu glauben, was hier abgeht. It starts fighting now. Yeah. I could hear it was releasing the air from the swing. You don't see any. So sieht der Grund natürlich super aus hier, ne? Alles voll mit Saiblingen. So, und hier blende ich mich einmal selbst beim Angeln ein. Every lift you have fish following. Every lifting. Not biting. Try a different retrieve speed, yeah, or doing something, yeah, different. Seems also this is the height where they go down again. If you see here, all the turn back are nearly on the same. Ah. Me too. Ah, double. What's going on here? I have to film. Over. Yeah. Wait, wait a second. Nicht auf dem Stuhl. The big one. Better than the first one. Aufklappen und dann oben drücken. Aufklappen, drücken, ja. Roter Punkt muss da irgendwo sein. Ja. Jetzt haben wir Doppel-Action, Doppeldrill. Der Punkt ist noch nicht da. Was? Der Fisch ist schon da. Nein, now it's a so, Doppeldrill. No, I thought it's already up, but so if somebody needs a net. No, I'm fine. You're fine. Ich sehe ihn noch nicht. Ja, da kommt er. Now the bubbles. We should make a picture with my camera with, yeah, both of us. The picture. Yeah. Yeah. Ein Rippler. Ein Rippler-Saibling. There, I need a picture with Lure. Nein, no, it's not. So, double drill. Double trouble. So, I thought it's already up, but... so, if somebody needs a net... No, I'm fine. You're fine, Uli? Yeah. Really nice fish. Kommen Sie mal her, Fischchen. Umdrehen lassen Sie sich nicht. Aber der Spoon ist gut auch, ne? Mm, very good. Jupsa. Ja, wenn man damit anfängt, also der Köder ist schon raus. Wenn man damit anfängt, dann sind die PBs leicht, ne? Ziemlich. Wonderful. Lots of action. Ja. So. Saibling Action, total. Ja. Rippler und Spoon. Very nice one. Ach man. Well, it's classic. It goes for the head, yeah, of the lure. So maybe not film how it hooks. Yeah. It's not super big, but the colors. But yeah, put the hook out and show me only the fish. Because, yeah, it's a nice one. It's only the males that go this, yeah, colorful. Super nice fish. Very, very nice. Congratulations to such a nice animal. Not so high. Yeah. But yeah, a few meters. Yes. Okay. So
Sometimes it is burbot that you see on the sonar. Was slim? Ah, fuck. It was slim but very long. Ja, mal was Neues. Das einzige Blech, das ich mit habe. Small one. But a new lure. Number 19. Yeah. If I get it. Oh, not that small. Ah, I try the hand. Take the hand. Yeah, it's a nice fish, huh? Yeah. Oh, it's a beautiful photo fish. Yeah, yeah. So let's therefore. Ready? Yeah. Ist ja für einen Film. Close to 70 centimeters or even spot on. Schöner Fisch. Oh, beautiful. Ja. Okay. Aber ein Doppelgrill. Two. So geht das, wenn die Fische hier beißen. Ja, yeah, habe ich auch gerade gedacht. Yeah. It has a different color. Hat was von einem Rainbow, aber ist. It's a Saibling. Ist ein Saibling. But hook fully in. It's in there. The thing? I think so. Hey. You want me to net it? Well, if you say it's a big one, I would say it's in the 60s. I could be wrong. I trust your eyes. It looks long, but not so fast. Während unserer Ausfahrt war dieser Köder unschlagbar. Aber es soll auch zeitweise genau umgekehrt laufen und Gummiköder fangen deutlich besser als die Metalljigs. Wir haben ja parallel dazu auch mit Gummiködern fangen können. Und das Glück ist manchmal mit den Dummen, denn nach einer kurzen Einweisung durch Henrik waren Ingo und ich allein unterwegs auf diesem riesigen See. Wir fühlten uns wie selten verloren in diesem endlosen, weiten See, suchten wie dumm und fingen natürlich nichts. Fast nichts, denn plötzlich, nach endlosen Stunden ohne Fisch, hing bei Ingo ein gewaltiger Fisch an der Leine. Die hektischen Eindrücke blende ich euch hier einmal ein. Ah! Das Ingo! An derselben Stelle. Ja, ich habe auch gesehen, wie einer hochkam. Ingo, was ist ja. da? Nein.
sie stark währender Fisch. Mehr als gestern? Viel mehr. Gut, dass ich die Schwimmweste habe. Weiß? Gut, dass ich dich, dass der dich reinzieht. Was mag da kommen? Ein Saibling. War die Fingerstange. An meinen Albright-Knoten. Traust du da? Oh, jetzt ist der Akku erschöpft und scheiß. Der ist, glaube ich, bei mir drin, ne? Ich zieh nicht. Ich halte nur 8 Meter hast du noch. Ich sehe es hier auf dem Echolot. Irgendwas Schönes. Aber was Schönes Dickes. Ein Saibling. Oder ein Lachs. Oder sowas. Das ist ein Saibling. Guck mal. Und die hast du. Ja, hab ich. Petri. Jetzt sind das die Hand. Was ist das? Ein schöner Saibling. Petri, hi. Ja, dafür sind wir doch da. Ich hänge jetzt hier. Nimmst du den mal? Dann kann ich noch ein bisschen mit der Kamera drauf. Hast du die Schnur? Die Schnur müsste locker sein. Schöner Fisch. Leider schlug Murphys Gesetz gnadenlos zu und die Kamera hatte im entscheidenden Moment keine Batterie mehr. Den gelandeten Fisch können wir euch auch noch hier zumindest in Fotos einblenden. Ein 80 cm großer Seesaibling ist nach Henriks Aussage der größte Saibling, von denen er in den letzten 10 Jahren bei dieser Angelei überhaupt gehört hat. Henrik selbst ist nie über 75 cm Größe hinausgekommen und so gesehen hatten wir mit unserer fast erfolglosen Experimentiertour extremes Anfängerglück. Es gibt aber sicher auch deutlich größere Fische, die schon beim Schleppangeln mit Downriggern gefangen wurden. Der Henrik sagt uns jetzt mal einen anderen Fisch an. Die gibt's auch hier. Guter Speisefisch. Ah ja, okay. They are beautiful. Yeah.
Ja, eine wichtige Frage ist noch offen geblieben, und zwar die nach den passenden Ködern. Die habe ich natürlich auch dem Henrik gestellt und er hat mir ganz pauschal geantwortet, schwere bzw. besonders beschwerte Gummifische, das heißt Köder mit relativ großen Bleiköpfen, sprich mindestens 30 Gramm bis hoch zu 60, vielleicht sogar bei stärkerer Drift 80 Gramm, sind seine Vorstellung von sehr gut bebleiten Gummiködern. Wir haben während unserer Angelei am besten tatsächlich mit 60 Gramm Blei geangelt, wobei ich das Gefühl hatte, dass auch viele Reaktionen und auch immer wieder Bisse mit 45 Gramm erfolgten. Die Alternative zu schwer bebleiten Gummifischen war dann auch schweres Blech. Der Henrik hatte ja so einen speziellen Köder, den es nur in Skandinavien gegeben hat. Im Moment leider nicht verfügbar. Und ich habe in meiner Kiste gekramt und habe zumindest so einen 60 Gramm schweren Tobi-Blinker gefunden, der zeitweise auch funktioniert hat. Und bei der Zusammenstellung der Köder gibt es ein paar Auswahlkriterien. Zunächst einmal sind metallische Köder und weiße Köder besonders gut. Ich hatte in Kanada ja das Gefühl, dass diese chartreusefarbigen Köder besonders gut sind. Die haben am Wettern komischerweise nicht so sonderlich gut funktioniert. Also die europäischen Saiblinge sind da etwas anders gestrickt als die kanadischen. Hier bei uns waren also hier zum Beispiel, und da freue ich mich besonders drüber, die Rippler in den Glitterfarben, in den natürlichen Glitterfarben, ohne dann Fluoreffekte, besonders erfolgreich. Da haben wir also Clearwater und hier dann den Whitefish besonders erfolgreich eingesetzt. Ich würde sagen, hier der blaue Köder war der, der die meisten Reaktionen und für mich auch die meisten Fische gebracht hat. Und gefolgt davon war dann also auch der metallische Tobi, wenn der Henrik mit seinem Spezialblinker da gut gefangen hat, auch eine gute Wahl. Der funktionierte aber bei weitem nicht so gut wie der Köder von Henrik da. Ihr könnt also gerne auch schwere Jigs einpacken. Schwere metallische Jigs, so im Bereich um die 60 Gramm, ich würde sagen 40 bis 80 Gramm, sind da sehr, sehr gut. Und ein ganz wichtiger Hinweis noch, es ist am Wettern nur ein Haken erlaubt. Also eine Montage mit einem Schraubbleikopf. Ich komme mal hier in die Kamera hinein. Schraubbleikopf vorne dran, richtig schwer. Mit einem Haken am Stinger ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, zeige ich euch, wenn wir also jetzt unseren Köder hier mit einem Einzelhaken versehen und den dann tatsächlich noch mit einem Stinger zusätzlich versehen. Die Schweden wollen also in jedem Köder nur einen Haken. Henrik sagte mit Schmunzeln, aber man kann gleichzeitig mit 10 Ködern fischen. Das machen also verschiedene Schleppangler. Das lassen wir aber hier mal am Rande. Also wenn ihr mit Bleiköpfen arbeitet, unbedingt die Einzelhaken abschneiden, sonst seid ihr illegal unterwegs. Da hat sich der Henrik bei mir entschuldigt. Das hatte er mir nämlich vor der Reise nicht mitgeteilt. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Also Naturfarben, so Metallic Weiß ist sehr, sehr gut. Dann natürlich auch richtig weiße Köder. Der Slotershed hier hat auch gute Reaktionen gebracht. Und dann natürlich die Naturfarben vom Rippler. Und ganz wichtig auch, habe ich vergessen, auch der Sexy Swimmer hier vom Johannes ist ein richtig guter Köder. Hier seht ihr noch, da hatte ich den Einzelhaken dann abgeschnitten, um überhaupt legal zu angeln. Also Sexy Swimmer mit einem Stinger hier hinten drin war also auch eine gute Wahl. Das ist also jetzt ein Bleikopf, der irgendwie so 50 Gramm hatte. Ich hatte bei den Schraubköpfen vom Carsten jetzt nicht alle Gewichte und deswegen habe ich mir so ein paar Jig-Köpfe zurechtgestutzt. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, was man da alles probieren könnte. Ich habe zum Beispiel auch beim Henrik in der Kiste gesehen, das hat jetzt bei unserem Angeln nicht funktioniert, dass er mit Spinjigs geangelt hat.
richtig super schwere Spinjigs, die also auch mal ziemlich zügig auf 30, 35 Meter Wassertiefe runterzubringen sind, sind also möglicherweise auch eine gute Option. Und ich habe mir jetzt ein Körbchen gepackt, was für die nächste Tour sinnvoll sein könnte. Und da sind auch Bite Booster Zikaden dabei. Große, schwere Zikaden sollen nämlich auch sehr gut funktionieren. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich die vergessen habe. Und verschiedene Pilker, die also dann natürlich noch mit viel Fragezeichen versehen sind. Da muss man sich ein bisschen herantasten, aber viele Köder ausprobieren. Und das sagte Henrik auch. Es ist jeden Tag anders. Die Präferenzen der Saiblinge sind von Tag zu Tag unterschiedlich. Und deswegen sollte man immer eine kleine Kiste dabei haben und hin und her probieren, um dann den Köder des Tages zu finden. So, und falls ihr auch einmal diesen tollen Abenteuerurlaub machen möchtet, empfehle ich euch die Website Fishing in Sweden. Blende ich euch hier unten in den Videobeschreibungen ein. Diese Website bietet euch alles, was ihr dort braucht. Michael Klemann ist sogar Deutscher und hilft euch bei der Suche nach der richtigen Unterkunft im Revier. Wir waren in einem tollen Ferienhaus, von dem ich euch hier auch mal ein paar Eindrücke gebe. Das ist ideal für zwei Personen, ganz nah am Wettern, nur 5 Minuten vom Hafen entfernt. Häuser in toller Lage mit weiteren traumhaften Angelmöglichkeiten an den kleineren benachbarten Gewässern wie dieses eingeblendete Haus sind eine tolle Angelalternative, die ich euch dringend auch zum Planen empfehlen möchte. Denn der Wettern ist ein riesiges Meer und erlaubt häufig, so auch uns in der besagten Angelwoche, nicht das Angeln. Wenn es windig wird, wird es gefährlich. Die kleineren Nebengewässer am Wettern bieten tolle Möglichkeiten für Raubfische aller Art, wie sie auch bei uns zu finden sind. Meterhechte, echte Rekordzander, wie ich erfahren konnte, mit über 10 Kilo Gewicht und reichlich Barsche soll es dort auch geben. Die heben wir uns auch fürs nächste Mal auf, denn unser Fokus und das eingepackte Material war gezielt auf den Fang der Saiblinge abgestimmt. Wenn ihr euch an den Wettern nach Schweden begebt und über Fishing in Sweden Kontakt aufnehmt, dann hat vielleicht sogar der Henrik als Guide etwas Zeit. Früher war er sogar vollberuflich in diesem Beruf tätig. Heute arbeitet er aber für den schwedischen Fischereiverband hauptberuflich als Fischereibiologe. Henrik ist dort mit Studien und Gewässerreports zeitlich neuerdings sehr stark eingeschränkt und findet nur noch wenig Zeit für solche Touren wie mit uns. Ich habe ihn gefragt, ob er denn noch Zeit finden könne und er sagte, Anfragen kostet nichts und dann müssen wir mal sehen. Bevor ihr Fragen zu Kosten für so eine geführte Angeltour auch stellt, auch diese habe ich Henrik gleich gestellt und er sagte, dass seine Gäste 7000 schwedische Kronen bezahlen. Wir hatten großes Glück, denn Henrik erhofft sich von mir ein Gegenguiding auf große Hechte. Vielleicht gibt es da ja in Zukunft auch mal etwas. Gleichzeitig wies Henrik aber auch darauf hin, dass sein Sohn momentan in der Ausbildung zum Berufsguide steckt und er sicher in 2 Jahren diesen Job dann auch gut übernehmen könne. Insofern ergeben sich hier auch wieder bessere Möglichkeiten. Ohne entsprechende Einführung in diese Angelei ist das Saiblingsangeln wohl recht ambitioniert, wenn nicht dann auch von vielen Misserfolgen begleitet, denn sie stehen nicht überall im See verteilt, sondern müssen gefunden werden. Und Suchzeit haben wir natürlich wenig im Urlaub. Wir haben uns mit dieser Suche mehrere Tage versucht, sind über viele Stunden und bis auf den einen Riesenfisch von Ingo eher gescheitert. Diejenigen, die sich auch für große bis sehr große Maränen interessieren, sollten sich auf diese Fischart ebenso einstellen wie Seeforellenangler. Die sind mit Gummifisch, Speedjiggen an der Dropshot-Montage, wie ich sie euch hier schon gezeigt habe, mit Sicherheit super gut zu fangen, denn Henrik hat einige dieser Maränen auch immer wieder auf seinen großen Spoon fangen können. Die sind also richtig räuberisch und richtig groß unterwegs. Und mir ist eine richtig schöne Seeforelle beim Angeln ausgestiegen. Und Henrik erzählte mir, wer an stillen Tagen diese springenden Forellen entdeckt,
diese sehr schnell mit bereitliegender Spinnrute anwirft, fängt sie auch oft. Geniale Fische, bis auch über 70 cm mit der Wurfrute gefangen, sind das Sahnehäubchen auf einen tollen, normalen Saiblingsangeltag. So, das war ein etwas improvisierter Eindruck von einem wirklich tollen Schwedenabenteuer der besonderen Art. Stellt euch auf mehr als nur Saiblingsangeln ein, damit ihr auch jeden Tag schön angeln könnt. Denn der Wind und das Wetter lassen euch nicht jeden Tag auf dem Wetter angeln. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich konnte euch vielleicht sogar etwas Lust auf Neues machen. Und für mich steht fest, das mache ich wieder. Denn es ist eine geniale Alternative zum normalen Angeln und läuft vor allem im bei uns eher schwierigen Hochsommer sehr gut, weil dann das Wetter oft wenig bietet. Die Saiblinge im sehr kalten Wetternwasser, wir hatten immer noch Wassertemperaturen anfangs von 12 bis 13 und später 16 Grad, sind aber auch immer noch in der Tiefe richtig munter. Bestimmt werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt neue, hoffentlich etwas geordnetere und besser gefilmte Eindrücke von dieser tollen Angelei dann geben können. Henrik und ich haben uns jedenfalls wieder verabredet. Im Namen aller Teilnehmer in diesem Video sage ich diesmal alleine Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer und das Schweden-Team.